Was passiert, wenn eine Giftschlange eine andere Giftschlange beißt? Schlangen gelten als eines der schrecklichsten Raubtiere der Welt. Diese kaltblütigen Mörder erwürgen ihre Opfer in einer tödlichen Umarmung, injizieren Gift in sie und schlucken sie dann von Kopf bis Schwanz hinunter. Bei einem Anflug von Gefahr scheuen sie sich nicht davor, das Opfer mit ihren giftigen Zähnen anzustechen. Sogar ein Krokodil, das um ein Vielfaches größer ist als sie. Aber kann eine Schlange so leicht eine andere Schlange beißen? Was würde passieren, wenn die giftigsten Schlangen auf diesem Planeten gegeneinander kämpfen würden? Normalerweise greifen diese kriechenden Kreaturen ihre eigene Art nicht an, mit Ausnahme der Königskobra, die sich bekanntermaßen von anderen Schlangen ernährt. Ihr wissenschaftlicher Name bedeutet Schlange, lateinisch Ophiophagus. In der Hitze der Jagd oder aufgrund mangelnder Nahrung können sich aber auch andere Raubtiere manchmal auf ihre eigene Art stürzen. Wenn Reptilien, wie man so schön sagt, aus dem gleichen Blut bestehen, haben sie Immunität gegen ihr eigenes Gift. So enthält das Blut von Vipern Substanzen, die die eigenen Toxine neutralisieren. Der Körper einer Kobra enthält ein zusätzliches Zuckermolekül, das vor den Giftstoffen anderer Kobras schützt. Nur große Dosen des Gifts der Kobra können gefährlich oder tödlich sein. Die Schlange kann also normalerweise keinen Schaden erleiden, wenn sie bei einer Begegnung mit anderen Schlangen verletzt wird oder wenn sie eine Dosis Gift von einem Rivalen einer anderen Spezies erhält. Es gibt aber eine Ausnahme, und die hat wenig mit Gift zu tun, sondern mit der rohen Gewalt. Wenn eine Schlange mit großen Zähnen während eines Angriffs die lebenswichtigen Organe des Feindes durchbohrt, dann kann der Gegner an einer schweren Verletzung sterben und es hilft weder Immunität noch gemeinsames Blut. Der Kampf wird noch komplizierter, wenn die Köpfe zweier Rivalen aus demselben Körper wachsen. Tatsache ist, dass Schlangen häufig vom Syndrom der Polycephalie betroffen sind, dem Vorhandensein von mehr als einem Kopf. Es gibt auch Hinweise darauf, dass ein Kopf den anderen im Kampf um Nahrung effektiv töten kann. Vielleicht werden Wissenschaftler eines Tages feststellen, welcher der Köpfe eines solchen Tieres öfter gewinnt, rechts oder links. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn giftige Schlangen verschiedener Arten in einen Kampf verwickelt werden, dann gibt es ein Gemetzel. Aufgrund des Mangels an Immunität gegen die Toxine des anderen sterben häufig beide nicht verwandten Schlangen. In einem solchen Kampf kann es aber immer noch einen Sieger geben, obwohl es sehr schwierig ist, vorherzusagen, wer gewinnen wird. Doch manchmal erliegt eine große und starke Schlange ihrem schwächeren, aber beweglicheren und giftigeren Feind. Wenn du beispielsweise auf ein kleines Epha, lateinisch Echis carinatus, gegen ein großes Gurza, lateinisch Macrovipera libitina, wettest, hast du sehr gute Gewinnchancen. Die Kleine ist viel schneller als ihr Rivale und ihr Gift ist viel giftiger. Trotz ihrer bescheidenen Größe hat die Epha die Oberhand. Aber wer gewinnt, wenn gleichwertige Gegner zusammenkommen? Um das herauszufinden, schauen wir uns einen imaginären Kampf zwischen einigen der giftigsten Schlangen auf dem Planeten an. Wenn sich eine Kobra und eine Viper gegenüberstehen, könnte das Ergebnis auf den ersten Blick vorhersehbar erscheinen. Mit einem Gewicht von ungefähr 6 Kilogramm und einer Länge von bis zu 4,50 Meter sollte die Kobra die Viper, die nicht viel größer als 80 cm wird und ein Gewicht von bis zu 200 Gramm hat, problemlos schlagen können. Aber auf die Größe kommt es nicht immer an. Die Viper hat eine schnelle Reaktion und eine verrückte Geschwindigkeit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie als erste zuschlägt und innerhalb von 79 Millisekunden bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde genügend Giftstoffe freisetzt, um ein Pferd zu töten. Bei einem Biss injiziert die Viper ungefähr 50 Milligramm Gift. Das ist genug, um 5 erwachsene Kobras ins Jenseits zu schicken. Das Gift der Viper blockiert im Grunde das Kreislaufsystem des Opfers und führt zu tödlichen Blutungen.
Wenn eine Vene durchbohrt wird, bricht der Blutfluss der Kobra sofort zusammen und es kommt zu einem raschen Tod aufgrund einer Gefäßverstopfung. In dieser Schlacht wird die Viper höchstwahrscheinlich gewinnen. Vielleicht kann die Kobra den Inland-Taipan, lateinisch Oxyuranus microlepidotus, besiegen. Der Inland-Taipan ist mit einer Länge von 1,90 Meter und einem Gewicht von etwa 3 Kilogramm ebenfalls recht klein. Unter allen Landschlangen der Erde hat der Inland-Taipan jedoch das giftigste Gift, das 180 Mal stärker ist als das der Kobra. Außerdem beißt die Kobra ihre Beute nur einmal, während der Taipan seinen Gegner mit unglaublicher Geschwindigkeit wie mit einem Maschinengewehr beißt. Ein Taipan kann bis zu 10 Bisse auf einmal zufügen. Wenn der Taipan die Kobra angreift, wird er das Opfer nicht entkommen lassen und den Gegner mit den Zähnen gewaltsam durchbeißen. Dabei werden etwa 44 Milligramm seines Giftes injiziert, das die Blutgerinnung verhindert und Atemlähmung verursacht. Diese Menge würde ausreichen, um 733 Kobras zu töten. Die nächsten beiden Schlangen, die begierig darauf sind, ihre Giftresistenz zu testen, sind die schwarze Mamba und eine Viper. Unter den Giftschlangen ist die schwarze Mamba nur der königlichen Kobra unterlegen. Sie ist durchschnittlich 3 Meter lang und wiegt etwa 1,6 Kilogramm. Im Gegensatz zur Kobra ist die Mamba jedoch ein echter Sprinter. Sie ist in der Lage, blitzschnelle Bewegungen mit einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde und einer anhaltenden Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde zu erzielen. Nur die Viper ist schneller und agiler. Gegen eine größere Schlange wird die Viper höchstwahrscheinlich die erste sein, die beißt und genug Gift auf einmal injiziert, um 20 schwarze Mambas zu töten. Für diejenigen, die auf die Viper setzen, ist es ein bisschen früh, um zu feiern. Selbst während des Sterbens wird die große Mamba in der Lage sein, zurückzuschlagen. Mit einem Biss werden bis zu 400 Milligramm Gift injiziert, mit dem etwa 2300 Vipern getötet werden können. Solch eine Dosis wird der Viper ein schnelles Ende bereiten. Obwohl die Mamba länger leben wird, wird die schwarze Mamba am Ende dem Gift der Viper unterliegen. Das Herz bleibt stehen und die Blutgerinnung wird verhindert, was zu Muskelparalyse, Krämpfen und schließlich zum Tod führt. Das letzte Matchup wird zwischen zwei Schwergewichten stattfinden, der Python und der Königskobra. Die Python ist zwar keine giftige Schlange, hat aber scharfe Zähne und einen unglaublich muskulösen Körper, der den Feind schnell erwürgen kann. Dieser Kampf verspricht also spannend zu werden. Der Würger gegen den Giftmischer. Wer ist stärker? Eine Kobra kann bis zu 420 Milligramm in das Opfer injizieren, mehr als 2 Teelöffel Gift, wobei die Zähne bis zu 15 cm tief in das Opfer eindringen. Wenn es ihm gelingt, seinen Biss im Kampf zum Vorteil zu nutzen, reicht das Gift aus, um eine riesige Python mit einer Länge von etwa 10 Metern und einem Gewicht von bis zu 200 Kilogramm zu töten. Nach dem Biss wird das Herz-Kreislauf-System der Python geschwächt und nach etwa 20 Minuten tritt die Lähmung ein. Darauf folgt der Tod durch Atemstillstand. Wenn die Python zuerst die Kobra erwischt und einwickelt, ist es unwahrscheinlich, dass die Kobra entkommen und beißen kann und sie wird den Kampf verlieren. Gut, aber sind denn Kämpfe zwischen solchen Giganten im wirklichen Leben möglich? Forscher behaupten, dass sich normalerweise große Schlangen verschiedener Arten nicht gegenseitig angreifen, aber Ausnahmen gibt's ja immer. So wurde in Südostasien ein Bild aufgenommen, das den Ausgang des tödlichen Kampfes zwischen der Königskobra und der Python zeigt. Die Königskobra lähmt ihr Opfer mit Gift und schluckt es dann.
Die gut bewaffneten Raubtiere, die wir auf dem Bild sehen, waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Kobra hat ihre Fähigkeit unterschätzt und ein zu großes und aggressives Tier im Kopf gehabt. Die Python gab jedoch nicht so leicht auf. Trotz des anstehenden Todes durch den giftigen Biss der Kobra gelang es ihr, ihren Tod zu rächen, indem sie den Henker in einer tödlichen Umarmung erwürgte. Noch großartigere No-Holds-Barred-Kämpfe finden häufig zwischen harmlosen Adirern und giftigen Vipern statt. Der Adira hat Immunität gegen das Gift seines Gegners entwickelt. Er hat keine Angst, einen furchterregenden Gegner anzugreifen, um das Fleisch der Viper zu kosten. Der Adira hat nichts dagegen, Vipern zu fressen. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen jugendliche Vipern von Adirern gefressen werden, aber es gibt keine Informationen darüber, welche Viper zuerst angreift. Anscheinend geht es hier nicht um Gift, sondern um den Wunsch, sich von bestimmter Beute zu ernähren. Die Viper sieht Schlangen anscheinend als Nahrung an und sie betrachtet sie als echte Delikatesse. Ansonsten ist nichts darüber bekannt, wer in dieser Schlacht gewinnen würde. Naja, auf welche Schlangenart würdest du denn Geld setzen? Geld setzt man nicht, ich weiß, aber wenn man's könnte. Oder möchtest du lieber einen Kampf zwischen anderen tödlichen Raubtieren der Tierwelt sehen? Schreib doch einfach deine Vorschläge in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, falls du es immer noch nicht getan hast. Klicke auf die Klingel, um Benachrichtigungen über neue Videos zu aktivieren.